U16 des FC Schalke 04 in weiß-blau von links nach rechts gegen den Rekordsieger des Friedrich Cups, die Hauptstädter Hertha BSC Berlin, die hier mit 7 Finalteilnahmen und 4 Siegen absolute Rekordsieger und auch Rekordfinalteilnehmer sind. Was für ein Tor zum 1:0 für die Berliner per Distanzschuss. Das war Joel da Silva. Kiala. Ganz frech abgezogen für die Berliner. Da haben wir's. Hier der Schuss und dann der Distanzschuss, super eingefangen und der passte. Und hier eben, was ich eben meinte, nicht der spielerische Ansatz. Hier war es dann der tiefe, weite Ball des Keepers. Immer mit dem Risiko eines Ballverlustes. Toller Auftakt hier in diese Partie. Diese Partie pfeift wieder Christoph Gerling vom VfL Frohtheim. Ganz souveränes Spiel eben gepfiffen. So, die Schalker. Ich habe gesagt, Hertha BSC Berlin, Rekordsieger. Die Schalker noch ohne Sieg. Einmal im Finale gewesen. 2010 war das. Also auch das schon lange, lange her. Hier das Foulspiel an der Bande. Kurzer Smalltalk hier mit Schalkes Erin Özat. Özat jetzt wieder am Ball, Gerling pfeift an. Spiel läuft wieder. So, Pass über die Bande, Abschluss gewählt von Emanuel Giamfi. Jetzt der nächste Abschluss und das 2:0 für die Berliner. Torschütze Kenan Hatzjavdic. Also 2:0 für die Hauptstädter. Gegen die Schalker. Nächster Abschlussversuch der Berliner. Noch nicht schön. Von beiden ist nicht das beste, das attraktivste Spiel, was wir bisher hier gesehen haben. Aber zumindest aus Berliner Sicht erfolgreich.
Die Schalker, ähnlich wie der BVB, recht klassenniedrig aktiv in der Westfalenliga. Da allerdings Tabellenzweiter. Übrigens vor dem BVB. Die Herthaner. Tabellenerster in der Regionalliga. Spielen eine tolle Saison. 37 Punkte in 14 Spielen. 45:11 die Tordifferenz. Sie haben damit die beste Offensive und die beste Defensive der Liga. Und die Meisterschaft ist den Herthanern eigentlich kaum noch zu nehmen. 8 Punkte Vorsprung haben sie bereits auf die U17 von Hertha Zehlendorf. Und dabei haben die Berliner sogar noch ein Spiel weniger. Also können sie bis auf 11 Punkte Vorsprung rausschrauben. Diesen Vorsprung. Also tolle Saison der Herthaner und natürlich mit seiner Statistik auch ein Mitfavorit, wenn es hier um den Freiburg Cup geht. Nächster Distanzschuss. Da ist bei beiden Mannschaften noch wenig Struktur zu erkennen. Wenig kontrollierter Aufbau. Was ist der Plan? Tiefer Ball jetzt mal die Offensive. Ballgewinn von Hertha. Rechts rüber gespielt auf Aziavtic. So. Hier nochmal der Distanzschuss. Maß genommen. Tolle Fluganlage, die dann aber gar nicht nötig war. Was für die Galerie. Für die Instagram-Story des Torhüters von Schalke 04. Ball war an der Hallendecke, deswegen Freistoß. Für die Berliner auch hier nochmal Regelkunde. Ball an der Decke, muss der Ball ganz nach außen. Wie gesagt, das ruckelt sich heute alles so hin. Ab der K.O.-Runde morgen werden alle Spieler die Regeln ganz gut auf dem Schirm haben. Die spielen auch keine 8 Hallenturniere pro Saison. So, nächster Abschlussversuch und große Möglichkeit. Hier für Berlin Scholl, da Silva, Kiala. Mit der 20. So. Erik Landfader für Schalke in der Ecke, Ball behauptet. Nächste Fehlpass im Aufbau. Klasse rübergelegt, das war mal gut gespielt. Und das war dann vollendet. Vorlage kam von Linus Gechter. Sehen wir vielleicht gleich nochmal. Hat er gut gemacht. Richtige Timing, richtige Passschärfe für das 3:0. Torschütze war Lukas Ulrich. So, jetzt sehen wir es nochmal hier. Wunderbar am ersten Kontakt rübergelegt. Ball nochmal gut verarbeitet, dann im kurzen Eck versenkt. Aber diese Mitnahme, dieser direkte Pass genau in den Lauf, das war das eigentliche Kabinettschickchen. Also starke technische Aktion von Linus Gechter. Sah richtig gut aus. Überhaupt der erste Kontakt hier entscheidet so oft über Wohl und Wehe in den Aktionen. Der nächste Treffer, jetzt wird es aber langsam deutlich. Da war wenig Gegenwehr, wenig Zugriff zum 4:0. Wieder Lukas Ulrich. Ja, ganz viel Platz, wenig Zugriff und dann einfach Maß genommen. Schalke mit einem wirklich schwachen Auftritt in dem ersten Spiel. Muss nichts heißen fürs Turnier. Mehr Bestandsaufnahme. So, Möglichkeit für den nächsten Treffer. Gechter wieder zurückgelegt. Fast der lupenreine Hattrick hier. Für Lukas Ulrich. Also für Leno Weidt kann einem da leid tun im Tor der Schalker. Wenig Unterstützung gerade in der Arbeit gegen den Ball.
So, hier nochmal der Abschlussversuch. Fast die beste Möglichkeit hier für die Königsblauen. So, Hertha wechselt nochmal. 1 Minute 50 vor Ende der Partie. Hertha macht körperlich einen extrem starken Eindruck. Immer wieder sehr, sehr athletisch unterwegs. Auch viele Nationalspieler in ihrem Kader. Also Gechter, von dem wir mit der tollen Torvorlage gesehen haben, ist Nationalspieler. Anton Kade nicht heute dabei, dafür aber Kenan Aciaftic und auch Safa Yildirim hier heute in Lübbecke mit dabei. Also drei Nationalspieler für die Hertha auf der Platte. Also 50 Sekunden noch, hier das Foulspiel nochmal. Oh, das hat ganz schön gekracht. Gott sei Dank nichts weiter passiert. Hat Emanuel Giamfi Glück gehabt. Also guter Start für die Hauptstädter. Recht blutleer der erste Auftritt der Schalker. Aber das kann sich ja alles noch verändern. Die Schalker treffen hier im zweiten Spiel auf Eintracht Frankfurt. Die Hertaner werden es dann nachher mit Werder Bremen zu tun bekommen. Noch 15 Sekunden auf der Uhr. Es wird der deutliche Sieg und es wird der zu Null-Sieg für die Berliner. Das war's. Also, der Auftakt gelungen für Hertha BSC Berlin. Gleich gibt's die Premiere.